Dieser abgewrackte Bau da im Hintergrund ist das alte Anklamer Asylantenheim. Es steht jetzt leer und soll auch versteigert werden. Aber im Herbst und Winter 2015/16 quoll es förmlich über vor Asylforderern und sogenannten Flüchtlingen. Die Medien und die etablierten Parteien haben das damals groß bejubelt und schwelgten ihre Asylbesoffenheit. Die einzigen, die dagegen waren, das waren die Abgeordneten der NPD. Am 26. Mai dieses Jahres sind Wahlen. Es finden statt die Europawahl, die Kreistagswahl und die Stadtvertreterwahl in Anklam, hier speziell in der Stadt. Wählen Sie mit allen Stimmen, die Sie haben, die NPD. Denn nichts wirkt abschreckender auf Leute, die Asyl fordern und Staatsleistungen, als ein hohes NPD-Wahlergebnis in einer Stadt. Wir werden uns mit der gleichen Energie und dem gleichen Mut diesen politischen Missständen entgegenstellen. Und ohne NPD wären wir der Überfremdung hier hilflos ausgeliefert. Also am 26. Mai mit allen Stimmen NPD wählen.